ich, immer noch ein gutes Spiel gewesen, wenn man dann die freie Welt vielleicht drin gelassen hätte, aber das Rambo-mäßige raus. Aber so haben sie es eingebaut, und wenn das so halbärschig daherkommt, das ist meine größte Angst. Und ich hoffe, dem ist nicht so, aber das weiß nur. Das wissen nur die Leute in Japan. Und wir sobald das Spiel rauskommt. Richtig. Ich werde es mir holen. Ich werde dem Spiel eine faire Chance geben. Ich werde vermutlich auch Spaß damit haben. Ich bin nur gespannt, wie viel Spaß werde ich haben, wenn es um Story und Charaktere geht. Also, wenn man da die Möglichkeit haben wird, ein Metal Gear zu steuern, wirst du sehr viel Spaß haben. Ich bin am Du bist. Überlegen euch. Du bist leicht abgehakt, mein Freund. Oh, das passiert aber dann, ne? Test, Okay. Test 1, 2, besser? Jojo. Ja, jetzt ist besser. Ja, ich glaube nicht, dass mein Laptop das mitmacht. Podcast. Dein Laptop macht die Podcasts nicht mehr mit. Nein, ich meine das Metal Gear. Oh. Mein Laptop macht schon einiges nicht mehr mit. Seitdem die neue. Da wären wir wieder bei der Verschwendung. Seitdem die neue Konsolengeneration draußen ist, kann ich keine neuen Spiele mehr spielen. Zufall oder nicht? Wahrscheinlich weniger. Auch unbedingt einen neuen Computer. Ich hoffe wirklich für Metal Gear Solid, dass es vielleicht einen Crashkurs geben wird, was ich nicht glaube. Gibt es. Das wurde schon gesagt. Es gibt ja schon Reviews aus Amerika. Ah, okay. Und da gibt es einen Crashkurs dann in der Story und den Charakteren. So, ey. Ich weiß jetzt schon, ich werde Big Boss vermutlich als richtig geilen Typen feiern. Das weiß ich jetzt schon. Allein mit seinem Hubschrauberpropeller allein im Kopf. Überragender Mann. Aber ich bin ein bisschen vorsichtig, worüber wir auch gesprochen hatten. Also erstmal sag du, bevor ich jetzt zum nächsten Thema gehe. Sag erstmal du. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, kriegst du den Dings, kriegst du den Vorgänger, nicht Phantom Pain, sondern wie hieß der Ground Zeroes. Ground Zeroes, den Vollpreis, die Vollpreis-Demo. Die kriegst du angeblich mit dazu, und wenn du da Zeit reinsteckst, dann Wenn du kannst. vorbestellst. Oh, Yep. dann würde ich vorbestellen. Ah, oh, nee. Nee, nee, Das lass wird mal zur vor. Grundsatzdiskussion. Ja, vorbestellen geht nicht. Nein, selbst bei dem Spiel nicht, vergiss es. Okay, auf jeden Fall, bei dem weiß ich, dass wenn du da Zeit reinsteckst, na klar, die Hauptmission kannst du bei dieser bei dieser Vollpreis-Demo innerhalb von einer halben Stunde runterrattern, aber wenn du Zeit reinsteckst, dann findest du so viele Informationen über den Hintergrund und, dass selbst ein Einsteiger in die Metal Gear-Serie mitkommt. Du wirst zumindest ab diesem Punkt der Geschichte wieder mitkommen. Ich meine, du wirst natürlich nicht komplett verstehen Nein, können. natürlich nicht alles, aber immerhin genug. Ja, ich meine, du wirst natürlich nicht verstehen können, was damals in Metal Gear Solid 3, also der Zeit, wo Big Boss geworden ist, was damals passiert ist. Du wirst nicht verstehen können, was in Portable Ops bzw. in Peace Walker passiert ist. Aber hey, du wirst immerhin. Du wirst auf den neuesten Stand gebracht und weißt, worum es geht. Genau. Du weißt dann wenigstens, wer Paz ist, du weißt, wer Chico ist, du weißt vielleicht noch mal ansatzweise, wer Skullface vielleicht sein könnte. Halt, wie sei, er sagt das jetzt alles nichts, aber dir vielleicht Peterhausen, und das reicht schon. Und ist Ground Zeroes ein eigenes Spiel? Soll das ein eigenes Spiel werden, oder? Du kannst. Ground Zeroes ist, wie schon von mir erwähnt, an sich ein eigenes Spiel. Zum vollen Preis war es zumindest am Anfang. Aber bietet, wie schon gesagt, wenn du durchrennst, sage und schreibe eine halbe Stunde Spielspaß. Was man aber erwähnen könnte, ist, dass sie das Spiel, also nennen wir es einfach mal kurz ein Spiel, ja. Ich meine, mir ist Es. persönlich auch klar, das ist eigentlich nur eine Demo, vor allem eine Showcase-Demo für die liebe Fox Engine, die sie ja Wollte gerade durchaus sagen, es ist eine benutzt haben. Tech-Demo. Genau. Aber die haben da noch Sachen nachgepatcht, du hast da irgendwie neue Gimmicks und neue Art und Weisen, wie du dieselbe Mission nochmal neu durchspielen kannst, mit reingepatcht, und es Ja ist. klar, du hast ja auch 7 Nebenmissionen, die du machen kannst. Ich habe jetzt wirklich gesagt, Hauptmission durchrennen, halbe Stunde. Genau. Alles andere kannst du ohne weiteres 10, 20 Stunden reinstecken, ohne was genauso gemacht zu haben wie vorher. Alleine weil es ein Open World ist. Aber es hat halt viele aufgeregt, dass du so, okay, wir gehen mal konzentriert an die Mission ran. Erste Mal versucht, Stunde später fertig.
Irgendwas ist schief gelaufen. Ja, und das bei einer Demo, die am Anfang, wie viel hat sie gekostet? 30 Euro? 20? Nee, 20 nicht auf jeden Fall, aber 30 sicherlich so, oder? Ich glaube 30, 40 Euro, also es war schon im Bereich eines Vollpreisspiels. Genau. Okay! Ja, ja, und woher kriege ich dann die Infos? Das ist mir noch nicht ganz klar. Die wirst du, erstens kannst du diese einfach nachlesen, wenn es dich unbedingt interessiert. Zweitens wirst du das auch auf jeden Fall im Spiel nochmal erfahren. Und drittens kann ich es mir gut vorstellen, dass man da eventuell so eine Art BIOS haben wird, worauf man zurückgreifen kann. So ein bisschen wie in Witcher 3 zum Beispiel mit dem Lexikon. Oder die Enzyklopädie in Total War. In dem Ground Zeroes war es so, dass du unterwegs in den Nebenmissionen auf der Open World hast du immer wieder Datablöcke gefunden, wo dann bestimmte Sachen nochmal explizit erklärt wurden. Von Charakteren über Waffen über Geschichte. Okay. Das heißt, ich muss Nebenmissionen machen, um das so ein bisschen, um diese Infos zu erhalten. Zumindest in Ground Zeroes, wie es in dem Phantom Pain aussieht. Okay. Jo, gut. Aber hey, es ist ein Open-World-Spiel und Nebenmissionen sind da eigentlich immer angebracht. Ja, ja. Nee, okay. Puh, ich meine, ich habe in allen Total War-Spielen schon die Enzyklopädien. Ich habe die mir schon alle durchgeklöppelt, ja, und da werde ich dann mit Metal Gear, das ist einfach, gut, das ist ein Fantasy modernen Zeitalter, ich glaube, das trifft es so am ehesten. Ja. Aber trotz allem wird mir da wahrscheinlich nicht langweilig werden. Das ist, wer sich mit altem historischen Kram, wer sich da durchbüffeln kann, der wird das auch, glaube ich, bei Metal Gear schaffen. Auf jeden Fall. Sicherlich. Ich meine, es ist kein Final Fantasy. Gott sei Dank. Gott sei Dank kein Final Fantasy 13 war das, wo man Lightning gespielt hat. Ja, ich glaube 13 war das. Ja. Das war so verwirrend. Einfach nur. Ich drücke es mal so aus. Ab Final Fantasy 7, jede nachfolgende Nummer war verdammt verwirrend. Hey. 8 und 9 fand ich gut, 10 fand ich auch gut. 12 habe ich nur persönlich gemocht. Da habe ich gehört von vielen, die mochten es einfach nicht. Ich mochte es auch. Okay, sehr gut. Ja. Hast du auch durchgespielt bis zu Vayne Solidor? Ja klar. Sehr ich habe auch die ganzen Nebenbosse da gemacht, außer dieses eine lächerliche eine Million HP. Ich weiß, was du meinst. Ja, nee, sehr gut. Also ja. Von daher, ich habe alle danach gespielt. Ich fand sie alle, also 12 fand ich zum Beispiel persönlich super von der Story her, weil es sehr erwachsen war. Vieles. 9 fand ich super einfach wegen Vivi. 10 fand ich super wegen Jacked. Ich gehe von einem komplett anderen Punkt aus. Okay. Okay. Klar, natürlich, aber wenn du neu in ein Final Fantasy Teil reinkommst und sowas noch nie gemacht hast, dann ist das verwirrend. Wenn die du Sache ist, hast, gehst dann auf 8, dann ist das ein Schritt zurück von der Kompliziertheit her, ganz klar. Aber wenn du von 0 auf Final Fantasy 9 oder so gehst, gegebenenfalls kompliziert. Die Sache ist bei Final Fantasy, man muss das immer sehen wie Bücher von einem Autor, die aber nicht Teil derselben Serie sind. So darf man, so muss man das eigentlich immer sehen. Alle zwar auch im selben Genre, deswegen ist es verwirrend. Weil du dich durch ein anderes Spiel schon darauf eingestellt hast, wie das geht und der kompliziert hat. Also, wie das Spiel tickt, hätte ich jetzt fast gesagt. Mir fällt gerade auf, dass ich mal meinen Controller sauber machen müsste. Der sieht ziemlich schmuddelig aus. Off topic, aber egal. Nein, aber wie schon gesagt, dass, wenn man ein Spiel spielt, dann weiß man, worauf man sich einstellt. Wenn man das erste Mal auf sowas reinkommt, dann kann gerade Final Fantasy durchaus kompliziert sein. Ja, gebe ich recht. Das ist vor allem, wenn man das erste, wenn man, selbst wenn man mit Final Fantasy 7 anfängt, ist es verwirrend des Todes. Das muss man einfach mal so zugeben. Ja. Weil, du hast Crisis Core davor nicht gespielt, was ja eigentlich auch nur optional sein sollte, sag ich mal an der Stelle. Was aber storymäßig gesehen der Vorgänger ist. Ja,
Also, du bist irgendwann so, ich bin Ex-Soldat, ich bin Barrett, so, cool, okay, das war also die Charakter-Introduction, interessant. Und dann geht das los, du gehst in irgendeinen Reaktor, da siehst du dann erstmal so einen riesigen Skorpion, sorry für alle, die Spoiler an der Stelle. Und der allererste Boss im Spiel, spoilerst du jetzt nicht. Das ist der allererste Boss, der schießt Laser und so also es ist schon eine Art Tutorial. Und dann gehst du da raus, hast es in die Luft gejagt, du willst bezahlt werden und kannst du schon so denken, ah, okay, ich bin wohl so eine Art Söldner und ich lebe in dieser Kneipe, cool. und je weiter das Spiel fortschreitet, desto mehr Clusterfuck wird es eigentlich. Ja. Spätestens, wenn Sephiroth introduced, also wirklich eingeführt wird, sage ich mal, vorgestellt wird, spätestens dann bist du beim Clusterfuck angekommen. Und vor allem, wie es danach dann weitergeht. So, er ist irre geworden, so, okay, kann man einfach mal werden. Warum ist er irre geworden? Hat die Wahrheit seiner Mutter, jetzt praktisch von Jenova. Hey, jetzt spoilerst du. Jetzt spoiler ich aber richtig. Er hat die Wahrheit von über seine Mutter, sag ich mal, herausgefunden, wird dadurch Gaga, macht dadurch ziemlich irrationale Entscheidungen, zumindest aus unserer Sicht. Zwischenzeitlich kommt dann noch eine riesige Mega-Corporation aus Japan, die einfach auch nochmal einen riesen Clusterfuck aus der Story macht. Und dadurch sind irgendwann so viele Köche an der gleichen Suppe, dass du irgendwann so daneben sitzt, so, okay, wer ist eigentlich Cloud nochmal? Und genau so. Also irgendwie dieser depressive Arsch, der jetzt im Rollstuhl sitzt. Und dann guckst du dir die Filme danach an, dann bist du sowieso komplett durch. Dann spielst du das Spiel davor, denkst du, ah, okay, so ist Cloud also zu dem Schwert gekommen. Hä, das ist ja voll der Loser, jetzt mag ich den überhaupt nicht mehr. Und ich, bei Metal Gear, ja, jedes Mal, wenn ich das so höre, was da so stattfindet, wie das so stattfindet, ja, Quiet hat da so eine Superfähigkeit, die wird da so zum Jumper. Ich sag das mal wirklich jetzt aus meiner Casual-Sicht, ja. Die hat so Jumper-Fähigkeiten, die kann unsichtbar werden, aber auch nur, wenn sie nur im Bikini rumrennt, sitze ich so daneben so, okay, und wo ist Samuel L. Jackson, der sie jetzt unboxt und sagt, alles im Leben hat Konsequenzen, direkt aus dem Film. Und da haben manche halt Superkräfte, da habe ich mich so ein bisschen an DC Comics und Marvel erinnert gefühlt. Da wurde irgendwann mal irgendwo ein Experiment gemacht, um den Supersoldaten zu kreieren. Das ging erstmal entweder komplett schief oder nicht schief, hängt von der Position des Charakters danach ab, ob gut oder böse. Aber auf jeden Fall steht er dann da und sagt, ich kann 10 Tonnen Gewicht mit meinem kleinen Finger heben. Und sitzt da, okay. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Können wir im selben Team sein? Yay! Und diese Clusterfucks, die sind so ein bisschen Abturner. Muss ich echt sagen. Es wird anstrengend, das zu verfolgen. Und das hat sich mit den nach Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 war auch noch so teilweise ein Clusterfuck. Final Fantasy 9 hatte den größten Clusterfuck beim Endboss. Final Fantasy 10 hatte eine erschreckend strukturierte Story. Final Fantasy 12 an sich auch. Final Fantasy 13 hatte keine Story. Gefühlt. Das war nur A-Drücken. Das war A-Drücken. So. Und wenn man jedes Final Fantasy als sich sieht, etwas, was immer wiederkehrt, ist der Clusterfuck. Trademark. Und bei Metal Gear sehe ich das auch so ein bisschen. Und das war immer so der Grund, warum ich mich nie groß damit beschäftigt habe. Das ist eine japanische Charakteristik. Das gleiche hast du zum Beispiel auch bei Blaze Blue oder bei Soul Calibur. Die Storys werden Clusterfucks. Die haben so viele Verzweigungen, die sich ineinander winden und dann wieder trennen und dann zusammenstoßen und zu einer verschmelzen. Da hast du irgendwann keine Lust mehr, alles zu überblicken. Du gehst dann nur noch einen Strang entlang. Wenn das bei einer Sackgasse endet, hast du sowieso keinen Bock mehr. Und wenn es mit wem anders verschmilzt, dann gehst du den Strang vielleicht noch zurück. Aber auch nicht bis zum Anfang, sondern nur so ein paar. Und wenn das Spiel dann kommt... Auf dem neuesten Stand zu sein, ja. Ja, richtig. Und wenn das Spiel dann kommt und sagt, ey, ich biete dir aber alles zu diesem Charakter, dann sagst du, nö, das will ich bin durch die Hölle gegangen mit dem Charakter. Ich will das nicht nochmal machen. Fuck you. Und... Fuck you. Fuck you. Und... wenn sie das verbessern, Alter, ich bin der Erste, der aufspringt und sagt... Ogo, ogo, aber mal ehrlich. Aber bisher sehe ich das noch nicht. Vor allem, wenn es dann heißt... Also, was ich gut finde, ist, dass sie sagen, mit, nicht The Phantom Pain, mit Ground Zeroes, bringen wir den Spieler und neue Spieler jetzt auf Up-to-Date. Das ist ein sehr, sehr guter Move.
Wie sie es machen, ist dann nochmal so eine Sache, aber das nehme ich erstmal zurück, weil erstmal sagen sie, okay, wir bringen dich up to date. Du kannst jetzt hineinkommen, du kannst Teil der großen Community werden. Da werden dann wieder die Hardcore-Leutchens ankommen und sagen, oh, du bist doch erst seit Ground Zeroes dabei. Das ist scheißegal. Du kennst ja den Boss gar nicht. Weißt du auch, wer Octopus ist? Find dich mal, ja? Revolver Ocelot Story kennst du auch nicht in- und auswendig. Weißt du überhaupt, in welchem Jahr das spielt? Die Szene, wo der Typ, wo der Raiden, wie hieß er? Mhm. Der nackt durch die